Frankfurt Oder, Europameisterschaft nach BBO-Version im Halbschwergewicht zwischen Robin Krasnitschi in der schwarz-weißen Hose und dem Franzosen Abdelkarim Dergal. Krasnitschi, die ersten beiden Runden. Sie hatten geboxt, jetzt ein toller Aufwärtshaken. Ansatzlos geschlagen. Gar nicht so einfach durch diese dichte Deckung von Dergal durchzukommen. Die rechte nochmal nachgezogen, nochmal der rechte Haken. Keine Arbeit für Frank Michael Maas. Äußerst faires Gefecht zwischen den beiden. Ja, und Krasnitschi kommt da immer besser in Fahrt. Deckung stimmt. Und dann seine explosiven Aktionen. Immer wieder die Sorgen. Zu Portugal. Mitte mal durchgekommen. Nochmal ein Aufwärtshaken. Ja, der Geil. Macht hier gerade seinen Freischwimmer. Ist in der Ecke und muss runter. Da die Kreuze schon mal. Da muss in die neutrale Ecke. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, sagt weiter, wie er kann. Und Kampf geht weiter. Ich bin mal gespannt, was Krasnitschi jetzt macht, wenn er bedingungslos nachsetzt. Erstmal schöner rechter Körperhaken. Ich schätze mal, der Geil so routiniert ein, dass er versucht, hier über die Runden zu kommen, erstmal, um dann wieder kräftig Luft zu schnappen, wieder die Rechte zum Kopf. Seine beste Waffe heute, Krasnitschi. Ich habe schon zwei, drei Kämpfe von ihm gesehen, aber heute, das muss ich sagen, ist eine Steigerung zu den, was er in der Vergangenheit abgeliefert hat. Zielstrebig. Optisch sehr gut eingestellt. Kompromisslos, wie er da gegen der Geil zur Sache geht. Wieder der Aufwärtshaken. Bin mal gespannt, wie lange der Geil den da wegstecken kann. Rechte. Er bleibt am Mann dran, er verfolgt ihn, lässt der Geil kaum mal hier eine Sekunde lang Luft holen. Klasse, Runde 3 für Krasnitschi.